Freitagabend. Deine Freunde rufen dich, damit du mit ihnen etwas unternimmst. Du freust dich, denn du hast bereits gehofft, dass jemand etwas startet. Nachtclub, Bars, Chillen, ganz egal. Hauptsache, der Freitag bleibt nicht ungenutzt. Diese Chance möchtest du nicht verpassen. Auf dich warten Alkohol, Spaß und Frauen. Du genießt deine paar Stunden. Und dann? Vielleicht liegt dein Leichentuch schon bereit und Malik al-Maut wartet auf dich. Deine Sorge ist, ob du dein Leben, deine 60, 70 Jahre ausreichend genießen wirst. Du denkst dir, wenn mein Leben keinen Spaß gemacht hat, dann war alles umsonst. Nach dem Motto, genieße den Augenblick. Alle hatten einen lustigen Abend und du brauchst nicht da gewesen zu sein. Das Verlangen nach der Sünde hat dich ergriffen. Du brauchst diese Momente. Sie geben deinem Leben Bedeutung und Wert. Darin siehst du ein erfülltes Leben. Du wirst angezogen von der Dunja, von ihren Versuchungen. Doch wenn es um das Jenseits geht, so bist du in einem Tiefschlaf. Du bekommst nicht mit, was auf dich wartet. Berge voll Gold, Häuser aus Diamanten, Bäche voller Honig. All das, was du dir nicht vorstellen kannst und noch viel mehr. Wenn die Dunja dir Gelegenheiten bietet, ihre Täuschung zu genießen, ergreifst du sie. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Chancen bietet, die Schätze des Himmels zu erlangen, bemerkst du sie gar nicht. Das Gebet trifft ein und du spielst PlayStation. Du lenkst dich ab auf Instagram oder Snapchat. Es ist, als würdest du einen Palast gegen ein Zelt tauschen. Was für ein schlechter Handel, sein Jenseits für das Diesseits herzugeben. O Muslim, du musst die Chancen, die Allah subhanahu wa ta'ala dir tagtäglich gibt, ergreifen, bevor es keinen nächsten Tag mehr gibt. Allah braucht dich nicht. Der Bruder, der dich zur Moschee ruft, er braucht dich nicht. Die Schwester, die dich zum Islam ruft, sie braucht dich nicht. Du brauchst sie. Oder bist du frei von Sünden, sodass du keine guten Taten brauchst? Hast du ein Versprechen erhalten, das Paradies zu erben? Nein. Das, wozu wir gerufen werden, sind Chancen, die wir erkennen müssen. Es ist an der Zeit aufzuwachen, um die echten Chancen, die Zufriedenheit Allahs zu suchen. Wenn jemand uns ruft, um Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu kommen, sollten wir uns freuen. Dieses Leben ist eine Chance und es ist die einzige Chance, die du hast, um das Paradies zu erlangen. Also ergreife sie und sei nicht achtlos. Nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Achtlosigkeit abwenden. Ja, Rabb, lass uns zu denen gehören, die sich vom Glanz dieser Welt nicht blenden lassen, deine Chancen nutzen und die Erben deines Paradieses sind. Allahumma Amin.